Hallo und willkommen zu meinem Auswertungsvideo. Das habe ich heute schon fast total vergessen irgendwie. Ja, wie ihr seht, 20 Leute haben teilgenommen. Ist irgendwie ein bisschen weniger, als ich gedacht habe irgendwie, aber es sind immerhin 20 Leute. Wir fangen direkt mal an. Und zwar ist das so ausgegangen. Welcher Wochentag, an dem gestreamt werden soll, passt dir denn am besten? Und da haben 61,1% für den Samstag abgestimmt. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich Samstag streamen. Und wo gestreamt werden soll, 90% haben für Twitch gestimmt und nur 10% für Smashcast. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass das ausgewogener ist. Aber ich werde dann auch auf jeden Fall samstags auf Twitch dann streamen. Wann soll der Livestream beginnen? So, das ist jetzt kommt schon meine erste Abweichung. Ich hatte ja, habe ich das hier oben hingeschrieben? Nee, ich hatte es glaube ich in die Videobeschreibung geschrieben. Dass nicht das Beste gewinnen wird. Ja, denn auf die Frage, wann der Livestream beginnen soll, hat 17 Uhr gewonnen mit 60%. Danach folgt 16 Uhr mit 25% und dann um 15 Uhr hat auch 15%. Da mir 17 Uhr aber ein bisschen zu spät ist für das, was in einer folgenden Frage gefragt wird, wird es wahrscheinlich 16 Uhr werden. Aber ich werde, sage ich jetzt direkt schon, ich werde diesbezüglich noch ein Stream-Ankündigungsvideo hochladen. Also es wird dann morgen oder am Dienstag sein. Nur damit ihr dann Bescheid wisst. Also, ja. Soll eine halbe Stunde vor Beginn Musik laufen. Auch sehr ausgewogen. 40% für Nein, 60% für Ja. Und da das so ein Zwischending irgendwie ist, ist jetzt zwar nicht 50-50, aber ich finde 40-60 ist auch schon sehr zwiegespalten, mache ich einfach 15 Minuten draus. Und ich glaube, dann sind wir alle glücklich. So. Wie lange soll der Stream gehen? Das ist nämlich die Frage, die sich hier oben mit dem Beginn zusammensetzt. Und bei mir ist das Problem, bei mir fängt es an, dass ich gegen 11 Uhr müde werde. Und wenn ich dann um 17 Uhr anfange zu streamen und dann 8 Stunden meistens so streame, dann ist das doch ein bisschen heftig. Deswegen würde ich gerne schon eine Stunde früher anfangen. Ich hätte die Frage vielleicht auch anders stellen sollen. Also an welchem Wochentag, ab wie viel Uhr oder so. Weil ich glaube, freitags wäre den Leuten dann lieber 17 Uhr und samstags 15 Uhr, aber das kann ich jetzt, weiß nicht, ob das wirklich so ist, das ist halt einfach meine Vermutung. Aber wie lange denn gestreamt werden soll? 10% für 3 bis 4 Stunden, 25% für 4 bis 5 Stunden, dann wieder nur 10% für 5 bis 6 Stunden und Open End 55. Also wird dann der Stream, ich wiederhole nochmal, samstags auf Twitch stattfinden. Oh, Zungenbrecher. Eine halbe Stunde vorher Musik laufen und wird wieder Open End gehen. Dann, wie viele Spiele sollen im Stream gespielt werden? Da hätten wir zur Auswahl 2, 3, 4 Spiele und geführt hat die 3 Spiele mit 52,6%. Also wird es genauso weiterhin so stattfinden, wie es auch sonst in meinen Streams war, dass ich immer 3 Spiele gespielt habe. Für 2 Spiele haben 31,6% abgestimmt und für 4 Spiele 15,8%. Das ist so ein bisschen schlechter zu erkennen, aber okay. So, jetzt kommen wir zu der etwas umfangreicheren Frage. Welche Spiele denn gespielt werden sollen? Da habt ihr mir jetzt Vorschläge geschickt. Ich kann da jetzt noch nicht... Also ich kann zu den einzelnen Spielen kann ich jetzt was sagen. Ich habe jetzt gerade im Moment aber noch keinen Streamplan, sag ich mal. Also, ich weiß noch nicht genau, was dann in dem Stream am Samstag gespielt wird, aber das werdet ihr dann in dem Ankündigungsvideo erfahren. Und zwar hat jemand dafür gestimmt, PUBG, Darwin Project, Scribble und PlayStation 2 Games. Zu PUBG und Scribble
kann ich soweit sagen, dass ich solche Spiele lieber in meinen unangekündigten Streamen spielen möchte. Also was heißt unangekündigt? Halt in den kurzen Streams. Also nicht in den Hauptstreams, sondern in den anderen Streams, die halt irgendwann auch unter der Woche stattfinden können. Darwin Project habe ich letztens bei den Rocket Beans irgendwas gelesen, aber ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Spiel ist. Und PlayStation 2 Games ist auf jeden Fall gut. Dann hätten wir noch Crash Bandicoot, der Zorn des Cortex. Ist, glaube ich, der PlayStation 2 Teil von Crash Bandicoot. Also der vierte eigentlich, wenn man CTR und Crash Bash weglässt. Und Spyro the Dragon 1. Beides auf jeden Fall gute Vorschläge für den Stream. Ich sag am Ende was dazu. Dann als nächstes Crash Bandicoot 3, Rayman und Super Mario Bros. Auch alles super Spiele für den Stream. Da vertraue ich ja ganz in der Auswahl, das ist sehr lieb, dankeschön. Medal of Honor, Zelda und Super Mario. Auch alles, fast alles gute Spiele, denn Medal of Honor ist voll nicht so mein Ding. Das ist dann eher so Dennis-Abteilung. aber das ist, weiß ich nicht, mit Medal of Honor konnte ich mich noch nie wirklich anfreunden irgendwie. So, dann hätten wir als nächstes Crash Bandicoot, Cards Against Humanity mit Fans. Cards Against Humanity ist halt auch so ein Spiel, was ich dann lieber in meinen unangekündigten, in Anführungszeichen, unangekündigten Streams spielen möchte. Crash Bandicoot auch wieder. Was dir Spaß macht und eventuell Interaktion mit den Zuschauern ermöglicht. Da sehr viele, ich schieb mal gerade ein, da hier sehr viele sich irgendwas, also zum Beispiel Cards Against Humanity und Scribble und so wünschen. Also was heißt sehr viele, sind drei Leute. Man kann ja mal zwischendurch mal so eine kleine Runde einschieben, irgendwie so in der Pause, sag ich mal. Dass man da eine Runde Scribble spielt. Obwohl Cards Against Humanity zieht sich schon ein bisschen länger. Aber wie gesagt, das kann man ja mal kurz einschieben. Das, aber dann halt nicht eine Stunde oder so, sondern maximal eine halbe. Plants vs. Zombies. Weiß ich nicht. Tombi 2 habe ich gerade erst Let's Played. Also würde ich das jetzt gerade ungern im nächsten Stream spielen. WoW habe ich nicht. Und Fortnite habe ich nur für die PlayStation 4. Ja, und Fortnite ist halt wie PUBG eigentlich, also Pupkes. Von mir liebevoll Pupkes genannt. Wie auch die Rocket Beans das so gerne machen. Weil Pupkes ist irgendwie süß. Fortnite wäre dann eher so die unangekündigte Stream-Schiene. So. Dann hätten wir noch Jade Cocoon 1. Ich glaube, das habe ich mal auf einer Demo gezockt. Das ist auch so ein Final Fantasy-Ding, ne? Ich glaube schon. Aber ich bin auch nicht so der Final Fantasy-Fan. ja. Ich weiß nicht. Also, da müssten wir dann auf jeden Fall wieder sehr viele Leute helfen. Ja. Mein letzter Kommentar war, was immer du gerne spielst. Das ist schön. was ich mir so jetzt überlegt habe, da oft Crash Bandicoot genannt wurde, genau, da war, dreimal wurde Crash Bandicoot genannt, einmal der Song des Cortex. Und Crash Bandicoot 3 und einfach nur Crash Bandicoot. Hätte ich mir jetzt so gedacht, dass ich das vielleicht als Streamspiel mache, und zwar die Insane Trilogy. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Weil dann lade ich das Ankündigungsvideo am besten erst Dienstag hoch, weil dann könnt ihr euch noch ein bisschen dazu auslassen. Also dann quasi Crash Bandicoot 1, 2, 3, jetzt nicht alles im Stream, sondern wir fangen erstmal mit 1 an. Und das machen wir dann als Live-Let's Play. Was dann auch schon die nächste Frage wäre, denn was hältst du von einem Live-Let's Play?
Dazu haben 60% gestimmt, finde ich gut, 25% nee, ist nicht so toll und 15% ist okay, aber mit ausgeblendetem Chat. Wie gesagt, dann würde ich das, also diese Trilogy, würde ich dann gerne als Live-Let's Play machen, weil der Song des Cortex, wenn es denn der vierte Teil ist, ich meine, es wäre der vierte Teil. Ja, stimmt, der zweite ist Cortex Strikes Back. Dann ist es der vierte. Den würde ich gerne als normales Let's Play machen. Ich mag das Spiel zwar nicht so, aber das hat halt so seine Macken und da muss man sich ganz gut konzentrieren können, was bei der Insane Trilogy jetzt nicht so ganz der Fall ist. Ja. Aber wie gesagt, das wäre dann so eine Idee für das Live-Let's Play. Und dann hier noch sonstige Anmerkungen. Finde ich gut. Finde ich eine super Idee mit dieser Umfrage. Gute Idee mit der Umfrage. Ich würde einen späteren Starttermin bevorzugen, so ab 20 Uhr. 20 Uhr wäre wieder so ein Termin für den in Anführungszeichen unangekündigten Stream, weil der dann halt auch maximal nur 3 Stunden geht oder so. Weil, weiß ich nicht, so überlegt man sich so, 20 Uhr beginnt der Stream und dann geht der Open End, also 8 Stunden ungefähr, dann bin ich auch tot am Ende. Ja, und das war schon das kleine Video hier zu der Auswertung. Ja, wie gesagt, ich werde dann am Dienstag das Stream-Ankündigungsvideo hochladen, was dann für, also kann ich schon mal sagen, für den Samstag ist, also den kommenden Samstag auf Twitch. Um 16 Uhr beginnend mit Quatscherei und 15.45 Uhr fängt die Musik an. Wie lange soll das Stream gehen? Also geht Open End mit 3 Spielen, wie immer. Ja, zu den Spielen müsst ihr mir sagen, was ihr davon haltet mit der Insane Trilogy. Zu den anderen 2 Spielen muss ich mir noch überlegen, was wir da machen könnten. Vielleicht tue ich dann auch das zweite Spiel als Zuschauer-Interaktionsspiel machen und das dritte dann irgendwas, was den Tag so ausklingen lässt irgendwie. Also nichts Anstrengendes mehr. Ja, und halt, könnt ihr mir auch noch sagen, was ihr davon haltet, die Insane Trilogy als Live-Let's Play. Ja, und das war's auch schon. Dann hoffe ich mal, dass euch das Auswertungsvideo hier zu meiner Umfrage gefallen hat. Ich finde auch sehr gut, dass ihr alle so schön abgestimmt habt. Wie gesagt, es sind nur 20 Leute gewesen, aber es sind immerhin 20 Leute. Und finde auch schön, dass ihr, weil das, ich mache das immer ungern, wenn dann irgendwie sowas gefragt wird, wo man selbst irgendwie was hinschreiben muss. Weiß ich nicht, ich klicke lieber nur irgendwelche Kreise an, wo ich dann sage, ja, das, das und das. Und ja, also so, sowas schreibe ich auch nicht gerne, bin ich zu faul für. Aber schön, dass ihr hier so viel geschrieben habt. Ja, und wir sehen uns dann morgen bei meinem neuen alten Let's Play. Ist auch, glaube ich, schon morgen, ne? Ja, morgen. Morgen ist schon das neue Let's Play. Also neue alte Tony Hawk's America Wasteland. Habe ich eben gerade noch aufgenommen. Werden wir uns dann hoffentlich wiedersehen. Wenn nicht, bei einem Stream-Ankündigungsvideo oder direkt beim Stream am Samstag. Gut. Dann, wir sehen uns, ne? Tschüss!